noch zum HSV. Wie gut erholt sind Sie nach dem nach der letzten Saison, wo es ja wirklich knapp war, abzusteigen? Wie konnte man sich danach wieder erholen? Ja, wir sind ja noch in der Erholungsphase sozusagen und haben da noch ein bisschen Zeit. Aber klar ist natürlich, dass man so eine Saison nicht normal spielen will. Dass wir nächste Saison ja, ich will mal wieder angreifen wollen im wahrsten Sinne des Wortes. Was jetzt nicht heißt, dass man gleich den Titel holen muss oder Vizemeister werden muss. Aber sicherlich gehört der HSV doch in andere Regionen in der Tabelle als das, was in der letzten Saison so gelaufen ist. Und das sollte unser aller Ziel sein. Ziel Europa League? Ja, ich denke... Klar kann man natürlich jetzt so ein Ziel ausgeben, aber das, glaube ich, macht nach so einer Saison wenig Sinn. Man sollte einfach sehen, dass wir besser spielen, dass wir von Spiel zu Spiel denken, dass wir versuchen, so viele Spiele zu gewinnen wie möglich. Also du musst in jedes Spiel gehen und sagen, heute will ich als Sieger vom Platz gehen. Und wenn uns das häufig gelingt und viel häufiger als in der letzten Saison, warum? Wird man sehen, was dann dabei rauskommt, warum nicht auch die Europa League. Sehr schön. Dann drücke ich die Daumen für die nächste Saison HSV, freue mich. Und wir freuen uns natürlich auf den schönen Abend und schön, dass Sie auch mit dabei sind.